So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon seht, wir spielen Call of Duty Cold War und zwar die Story. Den Zombie-Modus habe ich letztes Mal schon gespielt. War auch nicht schlecht. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Story ist. Ich hoffe, das passt mit der Belichtung so. Ich weiß auch nicht, warum das so dunkel ist, muss ich ehrlich sein. Irgendwie, aber wahrscheinlich wird sich das im Video noch mal ein bisschen ändern. Ich würde sagen, neues Spiel. Erstmal auf leichte Kämpfe mit stärkerem Fokus auf das Erleben der Story. Genau das wollen wir haben. Realismus. Nein, wir wollen die Story richtig fühlen. Wir müssen begreifen, dass keine Waffe der Welt und kein Arsenal der Welt so mächtig ist wie der Wille und die Rechtschaffenheit freier Männer und Frauen. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters im Kalten Krieg. Mr. President, wir haben in Verbindung mit der Geiselnahme zwei Namen. Arash Kaliva und Kasim Javani. Es ist Ihre Entscheidung. Es ist Zeit, klarzustellen. Es wird keine weiteren Geiselnahmen geben. Okay, wir wissen jetzt schon mal, was abgeht. Bist du sicher, wir können der Polizei vertrauen, Adler? Der Kerl hat schon mehr für weniger getan. Er wird wegsehen. Adler? Schön, dass du da bist, Hans. Kennst du noch Mason? 1981. Kasim ist in seiner Wohnung, wird aber schwer bewacht. Ich ziehe meine Männer für höchstens 15 Minuten ab. Ich hoffe, ihr habt Verstärkung. Wir sind genug. Immer wieder ein Vergnügen mit dir, Hans. Okay, Woods kribbelt in den Fingern. Gönnen wir ihm das Vergnügen. Also die Grafik ist ja mega. Könnt sie ein bisschen... mal ein bisschen umgucken. Krass. Läuft erstmal Fußball. Mit ihm hier, er hat mich gerade so komisch angeguckt. Die werden sogar grüßen und alles. Eine Jukebox. Auf was schießen die da? Konnte ich nicht lesen.
Die Uhr läuft uns. Lassen wir Kasim nicht warten. Aha. Ich will auch was. Die Geschenke sind im Kofferraum. Okay. MP5. Ich glaube, ich nehme die MP5. Kann ich die andere auch noch nehmen? Ja, geil. Oder? Nee, doch nicht. Ah, nein! Ah! Der Pisser glaubt wohl, er wäre sicher. Das Stück Scheiße mag ja viel sein. Aber nicht in Sicherheit. Okay, da oben sind... Brauchen wir dieses Anschlag wirklich lebendig, Händler? Kasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel kriegen. Wohnung direkt voraus. Hans gibt uns 15 Minuten. Wir müssen Kasim hart und schnell treffen. Los geht's. Okay, los, 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 los. Ich will auch ziehen. Bam. Los, los, los. Bam. Kasim ist die Treppe rauf. Wir brauchen Kasim leben. Und jetzt geht's ab hier. Treppe rauf, los, los, los. Oh, Mann. Habe ich mich erschrocken. Ey, ich will schießen. Alter. Los, los. Was er auf einmal mit denen gemacht hat. Gar nichts macht er. Ist der Typ schnell? Alter, wohin? Jo. Es gibt kein Entkommen, Kasim. Einigen wir hoch. Du darfst, Mason. So. Willst du springen? Willst du sterben? Hey, hey, halt, halt, halt. Ja. Halt, halt, halt! Nichts, halt, halt, halt! Du hast dich mit den falschen Leuten angelegt. Ich mach nur das Geld! Keine Ahnung, wo Arash ist! Ich glaube, glaub ich dir nicht. Ihr Amerikaner habt Regeln! Ihr habt Regeln! Du hast Scheiß auf die Regeln! Das ändert die Regeln! Rede oder du fliegst. Ja. Es ist in der Türkei. Er trifft jemanden beim Trabzon Flugplatz. Morgen Nacht. Ich weiß es nicht. Dann fliegst du. Wir kommunizieren nur mit kodierten Nachrichten. Okay, wir haben Beweis. Dann nehmen wir lieber mit. Er weiß bestimmt noch was. Das ist nicht... Gut, verlade ihn. Er wird noch früh genug reden. Sag Bescheid, wenn er dabei ein wenig Hilfe braucht. Hudson, wir haben ein Geschenk für dich.
Er ist in Trabzon, Türkei. Er weiß auf jeden Fall etwas. 18 Stunden später. Kasim ist Geschichte. Wie lange, bis wir Arash haben? Das Team ist vor ein paar Stunden in der Türkei angekommen. Sie sollten in Kürze in Position sein. Flugplatz direkt voraus. Dann suchen wir den Scheißkerl. Okay. Wir müssen Arash identifizieren, bevor Ui, was passiert. Ui, eine Sniper. Das macht mir Spaß. Zoom die schnell rein. Meister, sieh mal. Fernglas, okay. Kann ich jetzt die Gegner markieren? Was von Arash? Nee, kann ich leider nicht. Das ist er nicht. Truck nähert sich. Linke Seite. Arash könnte im Wagen sein. Dreh dich um. Was zur Hölle? Okay. Er hat alle im Wagen kalt gemacht. Das muss Arash sein. Nicht feuern, wir brauchen Bestätigung. Das ist er. Okay. Oh mein Gott. Bullet, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Alter, anders geil. Nein, das habe ich schon gesehen. Alter. Much. Oh, wir sind auch Matsch. Alter. Es ging hier niemals um die Geiseln.
sein Plan seinen Lauf. Ihr könnt ihn dieses Mal nicht aufhalten. Wen aufhalten? Perseus. Bullshit. Perseus ist tot. Tot? Diese ganze Zeit und ihr wusstet nicht. Perseus wird zuschauen, wie der Westen. Hudson wird es wissen wollen. Sucht nach Überlebenden und dann ab nach Langley. Wer zum Teufel ist Perseus? ...1943. Ein russischer Spion namens Perseus stiehlt detaillierte Informationen über das Manhattan Project aus Los Alamos. 1968, der Vietnamkrieg. Angestiftet von Perseus starten Vietcong-Soldaten einen Versuch, eine amerikanische Atombombe aus einem US-Stützpunkt zu stehlen. Vor 5 Tagen haben wir auf einer Mission erfahren, dass Perseus wieder aufgetaucht ist und einen Angriff auf den Westen plant. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Mr. Hudson, wir alle wissen von Perseus. Wir wissen auch, dass er mehr Mythos als Fakt ist. Also ich halte ihn für nicht mehr als ein russisches Schreckgespenst. General Haig, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, der darauf am besten antworten kann? CIA Clandestine Special Officer Russell Adler. Er ist einer der wenigen, die es nur annähernd geschafft haben, Perseus zu schnappen. Mr. Adler, warum sollten wir diesen Perseus ernst nehmen? Müssen Sie nicht, Sir. Ja, aber dann werden viele Unschuldige sterben. Warum sagen Sie das? Sir, jedes Mal, wenn Perseus im Spiel war, wurde der Kalte Krieg auf den Kopf gestellt. Wenn er nach 13 Jahren Funkstille aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das die freie Welt verändern wird. Mr. President. Mr. President, das sind Jason Hudson und Russell Adler. Ich kenne die Namen. Wer glauben Sie, hat Ihre letzte Mission genehmigt? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Können Sie Perseus stoppen? Können wir, Sir. Ich habe bereits alles Nötige für mein Team beantragt. Sir, diese Anträge sind höchst irregulär. Wahrscheinlich illegal, wenn die Presse davon... Was zur Hölle reden Sie da? Wissen Sie, wer wir sind? Jede Mission von uns ist illegal. Sergeant Woods, glaubhafte Abstreitbarkeit ist das Rückgrat unseres Wirkens. Wir reden über das Verhindern eines Angriffs auf die freien Menschen der Welt. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Gentlemen, Sie haben eine wichtige Aufgabe. Beschützen Sie unsere Art zu leben. Es gibt keine größere Pflicht, keine größere Ehre. Auch wenn nur wenige von ihren Mühen erfahren werden. Seien Sie sicher, die ganze freie Welt profitiert davon. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Hier spricht Hudson. Wie lange, bis wir eine Spur zu Perseus haben? Es geht bald los. Adler ist in West-Berlin. Er sollte bald am Unterschlupf sein. Vertrauen Sie ihm? Da fragen Sie wohl den Falschen, Black. Was ist mit seinem Team? Eine starke Gruppe. Er hat Sims und Azulay aufgestöbert und einiges getan, um Helen Park vom MI6 zu bekommen. Bald haben wir auch Mason und Woods. Wegen Park bin ich mir nicht so sicher. Sie und Adler kennen sich von früher. Natürlich will er sie dabei haben. Und unser Neuzugang? Bell? Erinnern Sie mich nicht daran. Das ist jemand, den wir im Auge behalten müssen. Okay, wir wissen jetzt, was unsere Mission ist. Wir müssen Perseus aufhalten. Oh mein Gott, ist das... Egal. Also, wir müssen
Perseus aufhalten. Mit allen Mitteln. Wir haben so viele Sachen beantragt. Vielleicht auch Sachen, die illegal sind. Das heißt, die Mission streng geheim. Ihr seht schon, geheim, Ort geheim, Geschlecht geheim. Es ist alles geheim. Alias Bell. Okay. Gut. Wir müssen Perseus aufhalten. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge.